Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Wir sind zurück bei Skincare and Nails und wir bestreiten jetzt die Mission von Vlad. Moment, Little Jacob ruft an. Yo Nico, walk one. Alright, you know, getting by. Yo, we need your help with something, you know? Will you come on my place at Dillon Street? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Okay, super. Der gute Little Jacob braucht also Hilfe. Bevor wir das Lied ist cool. Bevor wir das jetzt aber machen, gehen wir erstmal zum guten Vlad. Hang out to dry. What? My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. You joking, right? This is a joke. You're playing hey, a joke. Hey, Mallory, tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the people the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshal! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Hallo, Vlad говорит. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Nun denn, letzte Mal war es noch so ein chinesisches Lädchen, jetzt ist es auf einmal schon ein Waschsalon, da gehen wir doch direkt mal hin. Und ich glaube, der junge Mann braucht auch eine Lektion in Sachen Geldeintreibung. Der gute Vlad, der hat echt nur Kunden, die seine Kohle nicht bezahlen. Weiß ich nicht, ob das unbedingt an den Kunden liegt oder ob er die vielleicht doch irgendwie so ein bisschen abzockt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls begeben wir uns jetzt zu besagtem Waschsalon und einfach mal gucken, was das wird. Boah. Ach, hier sind wir ja schon. Guck mal. Ziemlich kurze Wege noch im Moment. Wenn ich dann GTA 5 teilweise denke, wo du von A nach B fahren musst, einfach mal über die komplette Karte. Geht das von den Wegen her noch? So. Pistole ist da. Das heißt, wir können uns auch besser wehren. Und hier ist jetzt der Laundromat. Alles klar. Gehen wir doch mal gucken. Wow. Hey, du Pisser. Jage den Ladeninhaber. Okay. Hey, Kollege. Bleib stehen, Mann. Oh. Na komm. Ja, willst du mich verarschen? Jetzt musst du das erstmal aufmachen, das Auto. Dann wird das erstmal... Okay. Super. Jetzt aber... Jetzt hinterher. So weit ist er noch nicht. Hier lang? Ich weiß es nicht. Ah doch, da vorne ist er. Sehr gut. So, wir folgen den Ladendieb. Da vorne haben wir ihn schon. Haben zum Glück ein relativ schnelles Auto. Da hat sich die... Mann! Da hat sich die Sekunde länger warten auf jeden Fall gelohnt mit dem Hacken, also mit dem Kurzschließen. Tobi, es heißt nicht hacken, es heißt hacken. Und ja, hat es. So, wir müssen ihn jetzt ein bisschen rammen, bis er einsichtig wird. Wird schon actionreicher hier für Vlad. Na komm, Kollege, halt an, Mann. Zwing mich doch nicht dazu. Oh. Wollte ich nicht. Ah, sehr gut. Das hat also geholfen, gegen die Hauswand. Okay. Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different. Ach man, der arme Kerl, der tut mir ja fast schon ein bisschen leid. Ich meine, wenn er ein Problem hat, das Geld zusammenzukratzen, ist natürlich schon scheiße. Das tut mir dann immer so ein bisschen leid, deswegen finde ich es gut. Ich muss mal die Spiellautstärke noch ein bisschen lauter machen. Mir kommt mir das so leise vor. Naja, er tut mir ja fast schon ein bisschen leid. Er hat ja gesagt, er hat Probleme, das Geld zusammenzukratzen, aber ich denke mir dann halt immer, dann kann man ja reden, weißt du? So, vielleicht rufen wir es erstmal an. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what it is. You are when you open your mouth. Huh? Come back to the bar soon.
Ja, dann ist doch glatt der gute Dennis angeschrieben. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das finde ich mal so ein bisschen traurig. Ich meine, er hat ja gesagt, er konnte nicht bezahlen, weil er das Geld einfach nicht hatte. Weißt du, das ist zwar scheiße, klar, aber dann kann man das sagen und dann finde ich, sollten die Leute, die das Geld zu kriegen haben, könnten demjenigen ja dann ruhig ein bisschen Zeit lassen. Natürlich nicht allzu lange, weil das ist ja Geld, das man einem schuldet. Gut, vielleicht ist natürlich eine Ausnahme. Ich glaube, dass bei dem auch nicht alles mit rechten Dingen zuläuft. Aber ne, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, okay. Das ist was anderes wie jemand, Concrete Jungle heißt die Mission, ist jetzt wie jemand, der das Geld hat, aber nicht zahlen will. Das ist was anderes. So, mal gucken, ob Little Jacob da ist. Ringel, dingel, ding. It's Nico. Nico? Yeah, me bleach hard last night, you know. Me so come, yo, that's what I... What? What up, Nico? Hey. Glad to see the man, you know. What to my man, Roman? Roman? Eh. He's okay. Eh. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come for to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Ah, der gute Little Jacob ist ein bisschen durch. I forgot on a Saratoga Avenue in a Willis. The man taking this way, this herb don't do too well for my honor, my eye coordination. So, Apartmentblock in Willis und da haben wir schon gleich die richtige Musik. Jamaican Style. You sure you don't want some? I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box, see? So what's the deal? I'm buying some Cali off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I made a paranoid, I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbor shot in the crew. Bad man known them a long time, but I think them faced it. If this goes wrong, I don't know what kind of shit Batman gonna lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know. Fucks with my brain analytically. Let me think all type of shit. I dread don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clenched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Oh yeah, I'm just smoking my ganja. Ah, der Jacob, ey, das ist mir einer. Zwiebelt sich da voll das Zeug rein. Ich glaube, ich muss den Sound doch wieder ein bisschen leiser machen. Ich glaube, das war schon gut, wie wir es hatten. Warte. So. So, ich glaube, so ist gut. Und die Mucke vielleicht auch nochmal eins leiser, ist, glaube ich, besser. Wegen GEMA und so. So. So, da sind wir auch schon bei so einer Villa, wo wir hin sollen. Was da alles für ein Qualm rauskommt, ey. Voll die Dampfnudel, das Auto, ey. Okay, ich glaube... Ach ne, wir können auch vorwärts rein. Das sind ja zwei Hinterausgänge. Da können wir schnell vorbeifahren. So. Dann warten wir mal ab. Auf den guten Jacob. Oh, Little Jacob ruft an. Tja, they had no stuff, you know. They tried to take my car in. I still got it, though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Okay. Okay, wir sollen die ausschalten, alles klar. Drei mit einem Schlag. Kein Problem. Schnell aussteigen. Der Typ schießt zurück. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Sehr gut, wir holen uns aber noch die Munition von dem. Ah, der hat keine, okay. Schau mal vor, läufst du so lang oder rennt so ein blutverschmierter Typ mit Waffe einfach mal so raus? Aus der Gasse, dreht eine Runde und rennt wieder zurück. So, wo ist Little Jacob? Wow. Die Kiste ist voll am Ziehen hier. Wie sein Besitzer. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Oh, das war ein Penner, glaube ich. Sorry. Ich wollte den Obdachlosen da nicht umfahren. Okay, Jacob zum Stadthouse in Meadows Park. Da wollen wir doch direkt mal hin. Ich finde diese Avenue hier so mega geil.
what are we doing without you, But I got to get the blood clots to set I up. All right. Drive while I block up some more, you know, brother. Rascal, I think you can call a bad man. That fool. That dead fool. That boy is no match for I and I. He's nothing. Also diese Autos, ne, das ist echt der Wahnsinn. Die steuern sich so krass schwammig. Naja, ist doch nicht meins. Geh mit Jacob zur Vordertür, okay. Wir dürfen also diesmal mit. Warte. So, damit es auch keiner riecht. Okay, I'll get behind you. Let's fuck them up, my friend. So. Ach, so geht in Deckung gehen, okay. Alright, you ready? We're gonna set this place on fire to blood clot. Yeah, let's do it. Come on. Come on, Jacob. Oh, da hat der Shotgun. Jo, da ist er. Der hat einen Shotgun, Mann. Headshot. Sehr gut. Jetzt rein da. Erstmal die Muni mitnehmen. Ne, nimm die Munition mit. Ah. Easy going, Mann. Nein. So. Oh, da ist die Shotgun. Ja. Bring Jacob zurück zum Homebrew-Café. Erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Siehst du, da haben wir nämlich ein Medikit gehabt, das ist ultra wichtig. Vielleicht noch irgendwelche versteckten Waffen oder Munition und sowas. Wir haben jetzt immerhin schon mal so eine Spaß-Schrotflinte. Das macht Spaß, mit der rumzuschießen. So, gehen wir nochmal nach oben, oder? Komm, wir gucken nochmal oben, ob es da irgendwas gibt. Irgendwas Cooles, Interessantes. Da ist nichts. Da geht's auch nicht rein. Ja, auch nicht. Da geht's noch weiter nach oben. Puh, keine Ahnung, ob das was bringt. Nicht durch die Wand glitschen. So, da kommen wir aufs Dach, aber geht nicht raus. Okay. Okay, little Jacob, let's go back. Let's go. Ist ja gerade die Treppe runtergefallen. Jacob, was machst du denn? Nicht schlafen legen. Ist doch nicht Zeit, schlafen zu gehen. So, Waffe weg und dann ab ins Auto. Ja, du hast auch Bremsen, Kollege. Jacob, wo bist du? Move that ass, my friend. Real Batman gonna be happy with this thing. Chano, thank you, my brother. Don't mention it. It was a pleasure. I look out for Batman like how you look out for Roman. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Light is not always an easy thing in a style. Batman tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that. Etc., etc. It ain't always logical, but I and I follow. See? That idea? Of course, stab a man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real, I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. So, wir sind da und haben den guten Jacob. Liefern wir jetzt mal ab. So. There. Thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Yeah. Jacob, man. Okay, super. Okay, ich dachte, das wäre ich gewesen, aber ich war es nicht. Super. Ein Daumen hoch für Little Jacob, freue ich mich. Und dann würde ich mal sagen, wir haben sein Auto geklaut. Aber das macht nichts, das ist eh eine Schrottscherbe. Guck, der Mann da vorne hängt die Stoßstange nach unten. Die hängt auf 7:30. So, und es ist so langsam Rush Hour hier in Liberty City gerade, merkt man vielleicht. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt nochmal zu Vlad und absolvieren da einfach mal die nächste Mission. Ich würde gerne ein bisschen mehr Abwechslung reinblingen. Oh, Handy klingelt. Was die Nebenmission angeht, gibt's aber leider noch nicht. Jetzt rufst du Roman an. Hallo Roman. Nico, now that you've settled into life in Liberty City, I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all I'd been doing since I got there was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers.
Du kannst Roman jetzt anrufen und nach Arbeit fragen. Suche Roman im Telefonbuch und wähle die Option Job. Wollen wir das mal machen? Dann müssen wir jetzt nicht gleich direkt zu Vlad rüber. Dann rufen wir jetzt erstmal den guten Roman an. Der hat doch bestimmt Arbeit für uns. Der hat doch immer... nein. Oder wir gehen mit Michelle aus. Aber das können wir auch mal in der nächsten Folge machen. Machen wir in der nächsten Folge mal. Gehen wir mit der guten Michelle mal wieder aus. Zeit wird's auf jeden Fall. Hey Roman, you want me to drive anyone anywhere? Nico, you're a good cousin. I was hoping that you would start to help me. Come collect a car from the depot. The fair is over and up. Take them to Cerveza Heights. Ach, guck mal, wie nett der mit uns redet, ne? Hol Romans Wagen, um den Kunden abzuholen. Okay. Ups. Ah, ist die Stoßstange, ne? Die hängt ein bisschen auf 8:30 ist es mittlerweile, nicht mehr 7:30. Nee, aber wir müssen jetzt das Auto von Roman holen, natürlich nur mit einem offiziellen Taxi von Roman Bellic Enterprises. Ist es möglich, Fahrgäste von A nach B zu transportieren? Es ist natürlich alles offiziell, wir werden steuerlich abgerechnet und so. Auch wenn wir hier wahrscheinlich gar nicht offiziell erscheinen. Als offizieller amerikanischer Bürger. Aber alles offiziell, ne? Alles offiziell, kein Problem. So, einmal rückwärts eingeparkt hier. Oh. Vorsicht, Vorsicht. Ja, Junge. Dann mach dich doch mal weg da jetzt. Bleib doch noch stehen und glotzt mich blöd an, Mann. So. Okay. Tür bleibt auf, schöne Mucke. Und jetzt ein in Romans Taxi. Ist nicht mehr das rote, okay. Und jetzt holen wir den Kunden im Outlook ab und bringen ihn nach Office. Ne? Office Word, habe ich gehört. Hat erst überlegt, ob er nach Excel fährt, aber hat er sich gedacht, war, nee. Von Outlook nach Word reicht erstmal. Hey, Bolle. Fuck the police, Alter. Oh, guck mal, das Flugzeug da oben. Hammergeil. Okay, der will auch hier rein. Auf Wiedersehen, tschüss, weg. Ich muss weg hier. So, das hat alles so einen leichten Gelbstich hier, ne? Das sieht alles irgendwie nicht so realistisch aus. Aber gut, ist halt gerade Sonnenuntergang. Ich weiß, ich mag den Grafikstil von GTA 4 ungemein. Für einige ist das wahrscheinlich so, ach, ist ja voll alt, Alter, das Bild 2008 rausgekommen, voll scheiß Grafik. Aber ganz ehrlich, genau das mag ich. Ich mag diesen Charme. Und ich werde euch genau das gleiche erzählen, wenn ich dann GTA Vice City und San Andreas zocke. Freue ich mich übrigens auch sehr drauf. So, bring den Kunden nach Cerveza Heights. Alles klar. Und ich weiß nicht, mal gucken, ich denke, wir werden dann nach GTA 4, wenn wir dann San Andreas machen. Und dann Vice City. Und dann GTA 3. Und dann haben wir 300 Videos zu GTA gemacht, 3000 besser gesagt. Und dann kommt GTA 6 raus. Das wäre ein Traum. Da würde ich mich freuen, hör mal. So. Guck mal, da sind wir auch schon. Das ging aber schnell. Ich dachte, der will ein bisschen weiter weg vielleicht. Aber wo will der denn hin hier? Medical Center, okay. Ach ne, der will hier zum Police Department schauen da. So, ich muss hier mal drehen. Einmal wenden. So. That fair is taken care of, Roman. Nico, you make my life so much easier. Thank you. Call me if you want more work. So, wir sollen den guten Roman anrufen, wenn wir mehr Arbeit brauchen. Aber ich würde sagen, wir quatschen jetzt mal hier mit dem schönen Hotdog-Mann. Hallo, ich hätte gerne einen Burger. Oh, da müssen wir hin. Okay, einen Burger bitte. One of them. How's that for service? Oh, thank you. Nam, 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 nam. Der war gut. Was? Das will ich aber auch schwer hoffen, Kollege. Dass du dir die Hände wäscht. Das gibt's aufs Maul, Alter. So, jetzt haben wir einen schönen Burger gegessen, schönes Abendessen. Jetzt. Ah, da hast du recht, mein Freund, da hast du recht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mit dem Taxi nach Hause. Ich bleib euch noch hier ein bisschen treu bei der Heimfahrt jetzt. Ich gehe jetzt nämlich hier hin. Ich mache jetzt nämlich ein Folgenpäuschen. Also nicht nur ein Folgenpäuschen, sondern auch ein Sessionpäuschen. Wir fahren jetzt nach Hause, dann speichere ich da offscreen ab und die Folge ist vorbei. Ne, also schon bevor ich abspeichere, ist die Folge vorbei. Und dann würde ich einfach mal sagen, in der nächsten Folge ist halt ein bisschen blöd mit den Nebenmissionen. Also so viel gibt es jetzt noch nicht zu tun. Es kommen dann noch ein paar Nebenmissionen dazu. Aber bis das soweit ist, müssen wir halt leider noch die ganzen anderen Missionen hier machen. Aber ich glaube, so ein bisschen was kommt da nach und nach schon noch dazu. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, schnappen wir uns dann die nächste Mission von Vlad. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun. Ich denke mal, da müssen wir wieder irgendwas mit... Boah, ich fahre noch eine weiter. Irgendwas mit Geld eintreiben oder sowas machen.
Da wird sich dann schon irgendwas zeigen. Der Vlad hat ja immer Arbeit für uns. Ja, den alten Bauerntümpel, dem hat da schon einiges zu verdanken. Unter anderem zwei Zahlungen, die wieder eingegangen sind. Hoffe ich mal. Und naja. Jetzt sind wir gleich zu Hause. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Let's Play GTA 4. Bis dahin. Ja, da ist auch schon die nächste Folge von GTA 4 vorbei. Das geht ja wie am Schnürchen, geht das hier zack, zack, zack. Maschinenarbeit hier bei GTA 4. Ja, in der nächsten Folge schnappen wir uns die nächste Vlad-Mission, nachdem wir in dieser Folge Little Jacob wieder mal ein bisschen geholfen haben bei irgendwelchen Drogen, Banden, Schießereien. Und wir haben einen Taxigast für Roman durch die Gegend kutschiert. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, ich denke mal, irgendwas mit Geld eintreiben. Was anderes, das sind die Probleme von Vlad. Mehr hat er nicht. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein!